Schönen guten Tag zu dem heutigen Stream. So, müsste alles laufen, ja. Ja, es ist mal wieder soweit. Heute ist Yu-Gi-Oh! Mal wieder in der Reihe. Diesmal ein kleines Special, weil gestern Nacht, wie auch immer, ist das neue Spiel rausgekommen, Yu-Gi-Oh! Master Duel. Und das werden wir uns gemeinsam heute anschauen. Und mal gucken, ob es was kann. Es ist kostenlos, was immer so ein bisschen schwierig ist. Deswegen bin ich mal gespannt, was es kann. Ich habe es auch schon gestartet. Habe ich schon gestartet? Ne, habe ich noch nicht. Mache ich sofort mal. So. Musik brauchen wir, glaube ich, diesmal nicht. So, jetzt muss ich es noch einbinden. Ich glaube, es ist sehr laut. Ich muss es gleich leiser machen. So. Und ich muss es natürlich ein bisschen kleiner machen. So. Jetzt dürfte es passen. Also aktuell ist es noch ein bisschen laut. Ich stelle es gleich ein bisschen leiser. Glaube ich. Kann ich hier nicht. Wo gibt es die Einstellung? Okay, ich glaube, ich muss nochmal schließen. Das war mir ein bisschen zu laut. Ich muss es einen Ticken leiser machen. Einen kleinen Ticken. Sonst brennt es hier mir die Ohren weg. So, hier Spieleinstellungen. So. Ich glaube, das ist besser. So. Jetzt kann es losgehen. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe schon monatelang darauf gewartet. Und jetzt ist es endlich soweit. Und hat seinen Weg an die Öffentlichkeit gefunden. Aktuell erhältlich für PlayStation, Xbox und PC. Und für die Nintendo Switch. Und bald. Sehr bald auch für Handys, sprich iOS und Android. Das heißt, also es gibt auch Crossplay, also kannst, egal welcher Plattform du spielst, kannst du mit Freunden und auch Nicht-Freunden spielen. So, ich habe es zum allerersten Mal gestartet, also ich habe noch nichts freigeschaltet. Ja, ich habe nur die Einstellung gemacht. Das heißt, wir müssen erst das Tutorial absolvieren. Lerne, wie man Master Duel austrägt. Hier lernst du, wie man Monster heraufbeschwört und Zauberkarten einsetzt. Gut, wir könnten es überspringen, aber der Vollständigkeit halber machen wir es einfach mal. Vielleicht auch für die Leute, die neu sind im Thema Yu-Gi-Oh! So, das ist das Spielfeld, das sieht ja schon mal schnieke aus. Duell. Reduziere die Life Points deines Gegners auf 0. Okay. Achso, der fängt an, okay. Ist ja eh erstmal Tutorial. Ich bin der Vagabund. Die Maus sieht man immer noch nicht, ne? Okay, egal. So, was haben wir denn da? Vom Weltkelch herbeigerufen. Komischer Name, aber gut. Lass uns ein Monster beschwören. Machen wir mal direkt. Beschwören. Jetzt positionieren wir ihn. Okay. Aber das kennen wir noch von Legacy of the Duelists. Ist ja recht ähnlich, beziehungsweise gleich. Gut. Lass uns einen Angriff ausprobieren. So, ich hoffe, die Musik ist jetzt nicht allzu laut. Ich kann sie auch noch ein bisschen leiser stellen gleich, wenn es noch zu laut ist. Oh, das ist ja fancy. Dann bröckelt so diese Spielfeldseite vom Gegner, wenn er Schaden kriegt. Okay. Der Schaden, den du über den LP deines Gegners zufügst, ist gleich der Betrag, um dir den LP zu bezahlen. Okay. Beende mein Spielzug. Okay. End. Aufschlagen, die kennt man, die Karte. Müssen aktivieren.
Damit kann ich das gegnerische Monster zerstören. Bam. Und den Gegner direkt angreifen. Okay. Recht schlicht das Tutorial. Boom. Gewonnen. Okay. Haben wir das erste Tutorial erfolgreich abgeschlossen. So, genau. Das sind die Edelsteine. Die Sache ist jetzt die. Es ist ein kostenloses Spiel. Komplett kostenlos. Du kannst es kostenlos spielen. Komplett. Du kannst natürlich auch Geld ausgeben. Wie eigentlich bei jedem kostenlosen Spiel. Und das sind dann sehr wahrscheinlich diese Edelsteine, mit denen du dir Kartenpacks kaufen kannst. Ja. Es ist ein Spiel, was du komplett kostenlos spielen kannst. Du kannst schnelleren Fortschritt erreichen, indem du Geld ausgibst und indem du dir Edelsteine kaufst und Packs kaufst. Das schauen wir uns gleich mal an. Damit man schon mal so ein bisschen grob Bescheid weiß, was das Spiel eigentlich für ein Spiel ist. So, was ist das jetzt? Irgendwas zur Ausrede. Fallenkarten und Spezialkarten auf dem Friedhof gewirksam sind. Okay. Kriegen wir hin. Ich glaube, ich muss sogar noch einen Ticken leiser machen. Gucken, ob ich das jetzt hier direkt in dem Spiel machen kann oder nicht. Ah ja, kann ich machen. So. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen besser. Okay, Fallenkarte setzen. Was kann die denn? Okay, also es ist hier in dem Fall anders. Um die Fähigkeit zu sehen, muss ich sie anklicken. Wähle ein offenes Monster, das du kontrollierst. Es hält bis zum Ende dieses Spielzugs 400 ATK. Während dein Spielzug ist, außer den Spielzug, in der diese Karte von dem Friedhof gelegt wurde, dass diese Karte von deinem Friedhof verbannt und dann ein offenes Monster wählen, das du kontrollierst. Okay. Das kann das also. Genau, Fallenkarten können erst im nächsten Zug aktiviert werden. Man kennt's. So. Das sind wirklich die Basics, die jetzt einem beigebracht werden für die Leute, die halt das Spiel noch nicht kennen. Komischerweise, ich muss das einfach machen hier. So, ich muss die Karte aktivieren. Zack. Dann erhöhe ich seine Angriffspunkte. Jetzt hat er mehr. Also das Monster wird zerstört vom Gegner. Jetzt werde ich ein Monster ziehen wahrscheinlich, ne? Ja. Okay. Einige Karten können von einem Friedhof aktiviert werden, um einen besonderen Effekt zu erzielen. Aktiviere Fähigkeitserbe in deinem Friedhof. Ach, das hier ist der Friedhof. Okay, Friedhof, okay. Verstehe. So, damit können wir den Effekt der Fallenkarte aktivieren. Die wird verbannt. Aber dafür bekommt mein Monster hier Angriffsstärke. Jetzt kann ich noch ein weiteres Monster beschwören. Und damit ist der Gegner platt. Okay. Ist verstanden. Und Angriff und gewonnen. Sehr gut. Dann haben wir das zweite Tutorial auch erfolgreich absolviert. Ja, was ich gerade sagen wollte, ist komisch. Wenn ich das erste Mal starte, muss ich Datenschutzerklärung und so weiter als durchlesen und akzeptieren. Und ich musste angeben, ob ich schon Yu-Gi-Oh! Kenne, geschaut habe, gelesen habe, gespielt habe. Ich habe alles angeklickt, weil ich habe es gesehen, ich habe es gespielt. Aber trotzdem muss ich das Tutorial abschließen. Klar, ich kann es überspringen, aber... Naja. So, Belohnung. Ich bekomme ein Structure Deck. Okay. Ziel. Okay. Jetzt werde ich wahrscheinlich ein eigenes Duell machen können. Oder? Oh, das ist immer noch Tutorial. Okay, nee, sieht nach einem richtigen Duell aus. Okay. Du hast die Grundlagen von Duelists gelernt. Erinnern Sie sich jetzt an alles, was Sie bisher gelernt haben und holen Sie sich den nächsten Sieg selbst. Okay. Das kriegen wir doch hin. Wir haben Special-Karten. Also das hier ist meine Hand. Und hier links, über der Lebensanzeige, das ist das Extra-Deck, habe ich Synchro, ein Synchro-Monster,
XYZ und dann noch Link-Monster, aber gut, mit Link-Monstern kenne ich mich tatsächlich gar nicht aus. So, was haben wir auf der Hand? Wir haben zwei Monster. Level 3, Level 4. Das Level 4 spiele ich direkt mal. So, und das hier leuchtet orange. Wieso leuchtet das orange? Alle Monster, die du kontrollierst, erhalten nur während deines Spielzugs 3 ATK. Alle Monster, die du kontrollierst, erhalten nur während deines Spielzugs des Gegners 3 Def. Ah ja, das ist ein Spielverzauber. Okay, aktiviere ich mal. Staubtornado setze ich auch mal. Mit dem kann ich eine Zauber- oder Feindkarte vom Gegner zerstören. So, aufschlagen, die hatte ich gerade. Damit kann ich Monster zerstören vom Gegner mit der höchsten Def. Aber die setzen wir noch nicht, die behalten wir auf der Hand. Mehr kann ich im ersten Zug nicht machen. Wie lädt auf eine Zauber- oder Fangkarte? Das ist mal eine Sache, die ich mich frage. Wenn ich jetzt Staubtonner aktiviere und die Zauberkarte hier auswähle, wird der Effekt von der Zauberkarte trotzdem noch aktiviert? Okay. Ich riskiere es mal nicht, weil jetzt hat er eine verdeckte Karte gelegt. Jetzt kann ich meine Fallenkarte aktivieren und seine verdeckte Karte zerstören. Okay. Was passiert hier? Komisch. Muss ich jetzt nicht verstehen? So, wir haben hier einen Empfängerkrieger. So, wir hatten ein Synchromonster. Level 6. Kriege ich nicht hin. Ich muss den hier beschwören. Wie Synchrobeschwörungen funktionieren, weiß ich tatsächlich. Können wir ja gleich mal durchführen. Aber greifen wir den Gegner erstmal direkt an. So. Dam, 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 da. Auf jeden Fall gute Musik im Hintergrund. So. Beschwören. So, die Sache ist jetzt die. Wir haben jetzt Synchromonster. Da brauchen wir keine extra Karte dafür, sondern man sieht hier einen Empfänger und ein oder mehr Nicht-Empfänger-Monster. So, der Empfängerkrieger. Man sieht's links über dem Text und unter der Karte. Es ist ein Krieger, Empfänger und Normal. So, und die hier sind, die sind keine Empfängermonster. Dementsprechend kann ich jetzt das Synchromonster beschwören, indem ich das Empfängermonster wähle und ein anderes Nicht-Empfängermonster. Und die Level von beiden Monstern müssen dem Level des Synchromonsters entsprechen, ja? Empfängerkrieger hat 3 Sterne, also ist Level 3. Und vom Weltkelch auserwählt hat auch 3, ist auch Level 3. Zusammen Level 6. Und das Synchromonster hat Level 6. Ich bin nicht so gut im Erklären. Hoffentlich kam das mehr oder weniger gut rüber. So. Mächtiger Krieger. So. Und der hat auch einen Effekt. Achso, nee. Falls diese Karte ein Monster deines Gegners durch Kampf zerstört. Okay. Wir können jetzt aber auch erstmal aufschlagen spielen, damit wir das Monster zerstören können. Und da können wir ihn direkt angreifen und dann ist eh vorbei. Zack. Ein sehr guter Auftakt. Victory. Okay. Naja, bin ich Level 2 direkt. Sehr gut. Muss ich jetzt auf zurückklicken? Wahrscheinlich, ne? Ja. Tutorial abgeschlossen. Belohnung, 500 Kristalle. Gate clear. Es gibt so viele Karten und Duelanden, die du entdecken kannst. Okay. Schnapp dir dein neues Deck und begib dich in die weite Welt des Duellierens. Werde ich. Oh. Wähle dein Deck. Synchro der Einheit, Linkerzeugung, Macht des Drachen.
Okay, also Link blicke ich tatsächlich gar nicht durch. Das heißt, das nehmen wir schon mal nicht. Synchro weiß ich, wie es funktioniert. Ich könnte das hier nehmen. Oder Macht des Drachen. Ah, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was soll ich nehmen? Synchro wäre schon spannend. Ich bin tatsächlich eher für Drache. Drachen finde ich cool. Ich glaube, ich nehme Drache. Nicht ausgewählte Decks können in Missionen erworben werden. Okay, also die anderen können wir tatsächlich auch erwerben. Okay, das heißt, wir nehmen zuerst Drachen. Ach, wir können uns die erst anschauen. Achso. Okay, die haben Fusionskarten. Fusionsersatz. Okay. Und was gibt's hier für Karten? Gerümpelkrieger. Okay. Turbokrieger, kennt man. Nitro. Kolossaler Kämpfer. Okay. Aber ich bin tatsächlich eher für Drachen. Nehmen wir das Drachendeck. In mein Deck kopiert. Ein Spielername. Alles klar. Das ist time. Wichtige Hinweise. Wenn auf Mischung. Okay. Achso, jetzt wird runtergeladen. Okay. Super. Schön, dass es erst jetzt runtergeladen wird und nicht danach. Na gut. Schön. Sehr schön. Okay, das kann jetzt leider nur noch einen kleinen Moment dauern. Schade, schade. Gut, dann müssen wir Folgendes machen. Wir müssen kurz eine 5-Minuten-Pause machen, bis es runtergeladen ist. So leid es mir tut, aber kann man vielleicht noch was zu trinken holen? Genau, holt euch einfach ein Glas zu trinken. Glas Wasser, Glas whatever. Holt euch ein paar Snacks. Und dann sind wir in, wie gesagt, 5 Minuten noch da, bis es runtergeladen ist. Entschuldigung dafür, ich konnte das nicht sehen, weil ich es zuvor noch nicht gestartet habe. Aber ich wollte die ganze Erfahrung mit euch von Anfang an machen. Dementsprechend ganz kurze Pause, ganz, wirklich ganz kleine Pause. Und dann sind wir gleich wieder da. Bis gleich.